Hi Leute, willkommen zu einer neuen GTA Online Folge. Wir hatten ja im letzten Video mit meiner Playlist angefangen und hier geht's auch direkt weiter. Ihr seht es ja im Video, das hier ist das allerhärteste oder das allerverrückteste Rennen, was ich je gebaut habe. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch als Rennen bezeichnen kann. Also viel Spaß, eure Lissy. Oh ne. Oh Gott. Och du Scheiße. Ah, da ruft Christian, Container, Christian, ich sag dir was, du wirst das hassen. Ich hab das wohl doch verkehrt angeordnet, tut mir leid. Oder ist es das? Das ist das Schlimmste von all dem, was du geschaffen hast. Aber ich hab das doch ganz anders angeordnet. Ich hab das angeordnet, dass das als letztes kommt, ja? Du hast auch bereit. Nee, hattest du nicht. Also ich denke mal, dass Nike und hat hier... Ich hab das Quad. Das müsste sogar gehen, das geht eigentlich voll ab, das Quad. Das hat voll die Grip. Ist halt voll Achtung, langsam, langsam. Der Vorteil ist, ich kann alle wegrammen, ist mir scheißegal. Oha. What the fuck? Ja, das ist halt das eine Level, ja, von dem ich erzählt habe, Christian. Das ist ja krass! Bentley, weißt du, was ich mach? Hä? Schon überlebt? Gleitende. Einfach runterjumpen mit Speed. Nein, klappt es! Ja, das klappt, ja, das geht. Also, ja, das ist aber ein Trick. Natürlich, man trifft die Container nicht. Das ist ein Trick, ja. Ja, nein! Das kann aber auch nur bei gewissen Leuten. Oh, korrekt! Bei allen. Ich ja, hab scheiße, den Punkt noch getroffen, Mann, ja. Das mit dem Gleiten klappt, aber auch nicht bei allen. Das klappt nur bei bestimmten Leuten. Ja, aber letztens, der Björn, der hat das gepackt, das klappt ja bei jedem. Du musst es nur drauf haben, wie es geht. Ich hab den Checkpoint. Ja, Mann, ich hab ihn! Mit Gleiten, wie es geht. Oh, ihr seid alle so... anstatt mal da runter zu fahren, vernünftig. Ey, ja, das ist die Männer. Das ist voll der Rotze. Ja, jetzt packt's mich da runter. Ey, ich bin durch den scheiß Ding weggepackt, Alter. Ist ja, und ich fetz da runter, scheiße. Oh, okay. Ansonsten mal ist das Quad ist scheiße. Aha. Oh, ich komm nicht auf den Nein, Dach nein, 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 ich hab's fast geschafft. Aha. Aha. Du hast betrogen. Fuck, fast, Mann. Nein. Doch, du wirst jetzt gebannt nach der Runde. Du wirst jetzt, Band, oha, eiskalt. LOL! Nur weil das Ziel da vorne ist, gell? Ja, ich weiß schon. Nein. So sieht's aus. Warum fällt man denn sofort runter? Ja, Mann, ich hab's. Alter, ich hab's. Nein, Janik, nice. Noch ein Jahr. Du musst es echt probieren. Slider, wenn du das so weit hast, dass du fast den Backflip machst, dann da musst du immer so halten. Also, hä, wieso hast denn du so einen Squat ausgewählt? Auf dem Rücken, mit dem Rücken auf dem Boden oder was? Weil ja, ich kann. So nach hinten ziehen, richtig. Mit dem linken Stick. Und okay, ob das wenn du dann wieder nach vorne willst, lässt du den Stick los einfach. Dann fetzt es dich voll nach vorne. Aber du darfst nicht zu dem Punkt kommen, wo du den Backflip machst. Musst du aufpassen. Ja. So, genau so halten, ey, weißt du, dass das Vorderrad schon nicht über auf die dir Reihe, ist. Mann. Hinter dir sozusagen. Ja, ich fahr nochmal. Ich krieg das nicht auf die Reihe, ohne Witz. Ich hab's dann auch auf einmal, bin ich voll weit geflogen. Ja, es muss ja nur noch einer ins Ziel kommen und dann, ja, ich bin wieder der Timer ab. Ach, komm schon! Ey, ohne Scheiß, ich fall da unten im Scheiß runter. Endlich, ich sag den Weg. Ah, das ist da, oha, ja. Schanz direkt drauf zu. Fuck! Schanz, ja, ich hab's nicht gesehen. Schau auf die Karte und probier direkt drauf zuzuändern. Du kriegst es relativ gut. Du musst zurückziehen und dann am besten auf eine Rampe treffen und dann auf den Checkpoint. So aufbauen zum Beispiel. Aber zu weit rechts, oder? Nee, Mann. Ich bin darauf gestorben. Ja, du musst auf dem Hinterrad landen, dann überlebst du es. Oder so. Oder gleich drüber. Bam, Alter. Egal. Ich komm nicht mal bis hier. Das ist scheiße, das hast du echt. Ja, ich bleib an dem Ding hängen. Was zur Hölle? Das geht nicht, ey. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ohne Witz, das ist voll der Scheiß. Das geht nicht. Ja, meckern hier. Diese Map, bitte lösche diese Map einfach. Nein, überleg doch mal. Hier, guck mal, Nike packt das. Der Björn hat das letztens gepackt. Ja, also, schon packt aber irgendwie keiner. Ja, also ich komme nicht mal an, weil die so rein. Oh, Lissy, bist du schon im Ziel? Ja, klar. Oh, ich habe gerade mal Auszeichnung bekommen, Drehwurm. Okay, Nike ist jetzt auch jeden Moment im Ziel. Ja, okay. Jetzt.
Boah, Alter, wir waren da. Das ist irgendwie auch richtig. Kippt immer nach vorne oder fällt die dumme Bitch von dem Motorrad runter? Ah, nee, weil wir sind zu siebt. Ja, mehr wie die Hälfte muss runter sein. Ja. Ach so, ja, genau. Wow, also 10 Achtung. Minuten sind wir hier noch immer dabei, kann das sein? Ja. Ey, du. Also, Sniper hat's fast. Dann musst du noch ein bisschen einchecken und danach wird's relativ leicht. Ach. Also mit dem Quad kommt das ist voll der Scheiß. Nee, einfach langsam über die Rampe und dann über die nächste. Und dann über die nächste. Fertig. Ja, mit dem Cross geht es gut. Vollgas. Und dann kommt noch ein Container und dann aber auch mit Vollgas gemacht mit dem Cross. Ja, das ist echt. Alter. Siehst du, hatte doch. Ah, beinahe. Fuck. Wow. Nee, ja. Ohne Scheiß, mit dem Quadcop reißt du hier gar nichts. Ja, wieso hast du das gemacht? Du kippst mal nach vorne um. Weil es da war. Oh, bla. Sniper war kein Sniper, war rein. Oh, Mann. Sniper probieren wir direkt auf den Punkt zu landen und dann so ein Back zu gleiten, wie du es gerade am Anfang gemacht hast. Genau, ja, mit Vollgas. Oder so. Ja, es sieht halt doch gut aus. Ja, jetzt einfach gerade auf die geradeaus. Ja, genau. Sauber. Ja, und der Rest ist einfach. Wie geht's jetzt? Ja. Ja, genau. Ja gut, in der Beschreibung steht ja Skill erforderlich und das hat halt nicht jeder, ne? Also... Ich hab mal mehr. Pushen! Skill erforderlich! Ja, Slider. Ich sag dazu mal nix, ne? Ja, der Großteil ist auf die Reihe gekriegt, also ich weiß nicht. Ich würde mir Sorgen machen. Nach. Ich bleib immer irgendwo hängen. Okay, jetzt läuft der Timer ab, ist ja gut. Ich schau mal Slider zu. Ach, der ist immer noch da oben. Ich spring einfach nur noch runter. Ja, hätte ich auch gesagt, Slider. Ja, ich auch. Ich geb einfach nur Gummi. Was? Man muss langsam da vorgehen. Ganz langsam. Mit Gefühl. Nein. Aber ihr habt ja keins. Na, wir sind Männer. Wir haben keine Gefühle. Ja, kein Wunder, dass keiner von euch kommt. Aber der Christian, der hat sie alle für sich. So. Mann. Ach Gott, ey. Nur zur Info, den Slide ich gerade gemütet. Ja, was Motorräder angeht, ist der Smokebocker Spezialist hier. Das gebe ich auch zu. Also sind das wohl genau die passenden Karten. So. Oh, ihr Hater. Weil ihr kein Skill habt. Raus hier. Die ohne Skill müssen halt haten, weißt du, was anderes bleibt dir nicht übrig. Hätte ich mir merken. Es ist die Wahrheit, ey, sei mal ehrlich. Null Punkte, null Punkte, null Punkte. Da wird man irgendwann wütend. Ich spiele diese Map schon zum dritten Mal, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, Mann. Ich hab das Recht. Ich hab mein absolutes Recht, das zum Minus zu bewerten. Nein. Nein, das ist das nicht. Du hast den Vorteil, dass du die Karten kennst, ja? So Weiter. Ich hab gedrückt. Nein, Christian. Doch, bei mir steht bereit. Ja, bei mir auch bereit, ja? Ich kann kein bereitstehen, das steht bestätigt. Das ist ein Unterschied, okay, das habe ich nicht gewusst. Oder breit steht da. Breit. Ja. Ich hab geschafft, nur breit. Ich hab Elektroauto, ich hab Elektroauto. Wurde ja auch breit gebaut, also. Oh, Elektroauto, Hammer. Der hat aber übel die Beschleunigung. Na, ich muss halt unterrichten. Ey, richtig mal! Das... Alter, ich schwöre! Das war Slider, ne? Ja. Nein, warte nicht! Nein. Oh, ja, ich hab's überlebt. Lizzie! Na, ich bin explodiert. Hammer, die Map gefällt mir jetzt schon. Nein, Gamer mein Auto war brennt. Das doch, Gamer. Mein Auto brennt. Ist alles Gamers schuld. Ich schwöre, Junge, setz doch jetzt den Rückwärtsgang ein, voll der Typ, Junge! Mein Auto brennt! Oh, chill mal da vorne! Oh, Slide! War nicht so gut, glaub ich. Nee. Oh. Alter, ich bleib hängen! Ja, ich hab's gesehen, das voll explodiert. Hä, wer ist denn da noch hinter mir? Ich? Immerhin. Ich? Ah, okay. Boah,
Ich? Ja, okay, die hat nicht drauf reagieren. Die hat das schon total abgewehrt. Die reagiert gar nicht mehr drauf. Nee. Das merkst du dann. Scheiße. Doch, doch, sein innerliches Murmeln. Ja, ja, klar. Das wünschst du dir nur. Whee! Flieg, Auto, flieg! Ich hab gestern Anerkennung gekriegt. Die reicht erstmal wieder für einen Monat. Oh. Anerkennung. Bei Facebook, ja. Ach, dreh dich doch um, du Scheißkarre. Bei Facebook hast du ihm Anerkennung gegeben? Wie ja, kannst du nur? In Form einer, ein paar netter Worte, ja. Ja, ja, sie war wahrscheinlich total breit, hab ich mir gesagt. Das nutzt du auch noch aus, ey, bist du fies? Ich hab nichts ausgenutzt. Mm. Ich war so perplex, ich hätte es nicht mal getan, wenn ich wüsste, was da gerade hat. Ja, ja, klar. Dann. Das hat mich so überrascht. Ich hab echt gedacht, wow, oh Gott, der Christus schafft. Was hast du denn gesagt? Wow, Chris, ich hab dich wirklich lieb oder so. Nee. Du bist mein bester Freund oder was? Ich bin im Ziel. Ey, wie du bist im Ziel? Nee. Ich bin im Ziel. Du warst eben noch hinter mir. Wieso explodiere ich? Ey, ich bin nicht mal auf meinem Motor gelandet. Und ich explodiere einfach. Alles kalt. Herr Christopher Russ, La Gamer Fedicus. Jetzt komme ich noch nicht mehr ins Ziel, nur weil mein Motor komischerweise einfach explodiert. Dreieck gedrückt halten. Ey. Eiskalt, 2 Meter vom Ziel, ey. Boah, ey. Oh, der arme Chris ist noch explodiert, sehe ich gerade. Scheiß Spiel. Oh, ich bin fast Level 54. Yeah. Jetzt bin ich aber echt. Also, Chris, jetzt bin ich ja echt verblüfft. Das muss ja echt was Hammermäßiges gewesen sein, wenn du so verblüfft warst, was sie zu dir gesagt hat. Mhm. Und du wirst niemals erfahren, was es war, weil ich werde es dir nicht sagen. Tja. Weißt du was, Chris? Weißt du was? Ich kann damit leben! Ich weiß doch, dass es dich gerade innerlich auffrisst. Nee, ich will es gar nicht wissen, glaube ich.